Das 23. Türchen und somit schon das vorletzte vom diesjährigen Bier-Adventskalender wird geöffnet und darunter verbirgt sich von Brauerei der Rechter das Hasselse Stoute. Brauerei der Rechter ja, ist so ein aus dem Hobby entstanden, so ein bisschen aus dem Ruder gelaufen, wie das ja häufig der Fall ist, von Eddie Heusmanns, der Ende der 80er, Anfang der 90er Industrieingenieur studiert hat und dann damals ja wegen knapper Kassen bei ihm zu Hause angefangen hat, sein Bier einfach selber herzustellen. Damals natürlich noch ein bisschen schwieriger als das heute ist. Es gab noch kein Internet, es gab mit Sicherheit schon Shops, wo man so etwas kaufen konnte, aber eben doch schon schwieriger. Und das hat ihn, das dieses Hobby dann irgendwann hat ihn nicht mehr losgelassen. Hat 2004 bei Brauland eine 60-Liter-Anlage gewonnen und hat dann immer weiter experimentiert, bis dann letztes Jahr, also 2021, die 500-Liter-Anlage installiert wurde bei ihm zu Hause in seiner Garage, direkt am Haus. Er benutzt auch seine Küche als Tastingraum, hat das alles so ein bisschen umgebaut und ja, braut seitdem dort fünf verschiedene Biere, also hat so ein Grundsortiment von einem IPA über ein Honigbier, einen Pilz und mittlerweile dann eben auch oder seit knapp einem Jahr auch ein Hasselse Stoute. Und ja, so kann man sehen, wie lang einen so etwas unter den Nägeln brennt oder auch so lange es kribbelt, bis man es dann eben ja, kommerzialisiert. Also wer 30 Jahre lang Hobbybrauer ist, der wird das nachvollziehen können, ob man den Schritt dann macht oder auch nicht. Und er hat es gemacht und hat dann eben hier sein eigenes Stout. Warum dann Hasselse Stout oder warum der Rechter? Der Name ist eigentlich relativ einfach zu erklären. Er wohnt in der Rechterstraat in Hasselt. Wem das was sagt, ein paar Häuser weiter gibt es einen Getränkehandel, Drankenhuben, mit noch ja, schon sehr großen Auswahl. Dort kann man sein Bier auch kaufen, genauso wie bei Marlou Dranken. Auch ein sehr, sehr großer Spezialbierladen, mit dem ich dieses Jahr zusammengearbeitet habe, nachdem Bierhalle de Koning leider auch geschlossen hat. War auf jeden Fall ein super Partner. Also wer da in der Nähe von Hasselt ist, in Sonnhofen, bei Marlou vorbeigucken oder eben bei Drankenhuben. Ja, Hasselt, bekannt auch für Spekulatius und genau das wurde auch hier im Bier verarbeitet, also die Spekulatiusgewürze, die ja, für dieses Gebäck zuständig sind, für das Aroma zuständig sind, gibt es auch traditionell in größeren Platten. Das heißt nicht wie bei uns in so kleinen, sondern wirklich so in so großen Platten ist so das, ja, das Alleinstellungsmerkmal für Hasselt neben dem Genever natürlich. Wie wir sehen, sehr viel Schaum. Schön brauner Schaum und unten dunkelbraun bis schwarzes Bier. Und in der Nase hat man dann schon so ein leichtes Raucharoma. Rauch und dunkles Malz. Und auch so das Spekulatius kommt so ein bisschen mit durch. Und dann probieren wir mal. Hat man so eine sehr, sehr feine, sehr, ja, sehr, sehr, sehr kleine Kohlensäurebläschen mit drin. Man hat ein bisschen dieses Süße, man hat ein bisschen dieses Röstmalzaroma oder Röstmalzgeschmack, wo das Ganze auch so ein bisschen einen bitteren Einschlag am Ende hat. Sehr rund, sehr leicht. Wir haben hier 10,5% Alkohol. Die kommen vielleicht so ein bisschen durch, man hat so ein bisschen was auf der Zunge, was an Alkoholschärfe erinnern könnte. Man hat eine ganz leichte Säure noch mit dazu. Und eben das Spekulatius-Aroma, was natürlich, je wärmer das Bier ist, desto mehr kommt das dann raus. Absolut sind wir hier bei einem Dessertbier und warum nicht da das Spekulatius-Thema wieder aufgreifen. Heißt ein Spekulatius-Dessert, entweder Spekulatius-Crumble oder eine Creme,
wo dann eben Spekulatius mit verarbeitet wurde. Da kann ich mir das wunderbar vorstellen, so als Abschluss von einem Festessen, welches ihr und wir und alle hoffentlich in den nächsten Tagen noch bekommen werden, wahrscheinlich mehr als einmal. Und deswegen wünsche ich euch hiermit viel Freude, lasst es euch schmecken und dann sehen wir uns morgen zum letzten Türchen. Und ich glaube, eine Brauerei fehlt noch und die werden wir dann hoffentlich morgen hinter Türchen 24 finden. Da bin ich mir ganz sicher. Also bis morgen und Prost.